Now entering the Labyrinth. 111 Gegner, 7 Secrets und ein Labyrinth. Da bin ich ja mal gespannt. Guten Tag. Diese Werdragons möchten es wohl auf die harte Tour wissen. Und zwar, dass sie unterlegen sind. Das wollen sie offensichtlich wissen, weil sonst würden sie sich ja nicht mit mir anlegen. Naja. Okay, ihr Gargoyles, ihr sterbt jetzt bitte auch mal ganz kurz. Danke. So sehr labyrinthartig sieht das noch gar nicht so aus. Aber irgendwie, mit dem Eis haben sie es inzwischen irgendwie. Und irgendwie immer so diese Kombination Eis und Feuer. Macht denn das überhaupt einen Sinn? Könnte überhaupt noch Eis sein, wenn hier Lava ist? Das kann doch nicht. Das kann doch nicht. Einfach, das kann doch nicht. So, kommt ihr mal her. Oh, wow, wart ihr schnell da. Ihr seid ganz schön schnell unterwegs. Wisst ihr das eigentlich? Oh, wow. Da sind viele Gargoyles. Finde ich aber okay, wenn die alle so in einer Reihe sind. Dann ist es absolut kein Problem, die sehr einfach alle wegzumachen. Mit der Dragon Claw. Ich habe mir inzwischen auch ein paar Namen der Waffen beigebracht. Eigentlich weiß ich inzwischen nur, dass das Ding hier Elven Wand heißt. Naja. Immerhin. Immerhin. Ich habe confirmed, dass das hier der Ethereal Crossbow ist. Ja. Wie ist das Ding nochmal? Das weiß ich nicht mehr. Aber das hier war der Hellstaff, glaube ich. Oder war das andere Ding der Hellstaff? Ich weiß es gar nicht. Mist. Ich müsste mal wieder welche aufnehmen, dann sieht man es ja eigentlich. Hey, du fliegst nicht an mir vorbei. Vergiss es. Ziemlich viele Monster in diesen Räumen eigentlich. Also eine hohe Monsterdichte sozusagen. Aber gut, ich glaube, das ist eigentlich generell oft so am Anfang von Levels in diesem Spiel. Okay. Holen wir uns erstmal hier den Schlüssel. Und erledigen hier noch ein bisschen die Viecher. Jetzt weiß ich auch, warum es der Labyrinth heißt. Neben diesem Konstrukt hier. Offensichtlich. Hier gibt es mehrere Eingänge. Okay, okay. Dann schaue ich mich hier auf jeden Fall gut um, dass ich überall einmal reingehe. Nur damit ich nichts vergesse. Boah, die sind doch bestimmt doch so assi gewesen und haben dann hier irgendwo in dem Labyrinth ein Secret versteckt. So in einem, an einem dieser Pfosten, so. Wer weiß, wer weiß. Fire Maze! Ja, finally! Endlich! Ich habe die Waffe bekommen. Die jetzt wahrscheinlich diese, ja genau, diese Kugeln verschießt. Da sieht man es auch unten schon im HUD. Ja, cool. Dann testen wir das doch da, direkt. Hier geht es nicht durch. Gehen einfach zur gelben Tür, würde ich sagen. Oh, oder hier hin. Das ist ein Secret. Was ist daran denn bitte ein Secret? Das soll mir mal einer erklären. Naja. Okay. Ein Disciple. Okay, ich kann das auch gedrückt halten. Ich dachte zuerst, es wäre so ein Dreierschuss-Ding, aber nee, ich kann es auch gedrückt halten. Thank you.
braucht aber recht viel Munition anscheinend. Gegen die Gegner auch wahrscheinlich gar nicht so gut. Oh. Ja, cool. Warte mal. Da sehe ich doch noch was. Ah, da muss ich aber nochmal dahin. Okay, hier ist nicht nochmal so ein Secret. Oder? Ah, doch. Na gut. Sollte das so weitergehen, Oh, Wings of Wrath. Werde ich mir auf jeden Fall aufsparen. Weiß nicht, ob man eventuell mit denen da hochfliegen soll. Um sich dann da irgendwie das Ding zu holen. Ich weiß nicht. Könnte aber auch noch für ein anderes Secret gebraucht werden. Deswegen spare ich mir das Ganze mal noch auf. So, und bevor ich da runter droppe, will ich hier einmal rein. Also. Was mache ich denn jetzt mit euch? Das mache ich. Okay. Das hier ist schmerzendes Wasser und das scheint auch irgendwie langsamer zu schmerzen. Also ist nicht so wie die anderen Feuerdinger irgendwie, die einen so richtig schnell wegmachen. Ah, man kam hier jetzt raus, okay. Bei der Dragon Claw. Ja, mehr scheint jetzt auch nicht zu sein, zumindest fürs Erste nicht. Dann gehen wir mal Richtung Grüne. Das hier öffnet sich noch nicht. Home of Power, ja, nice. Dann machen wir die Wehr-Dragons doch hier mal direkt damit weg. Was wollen die denn dann noch? Nichts. Oh, da ist ja direkt noch einer. Ja, nett. Sehr gut. So, ich komme ich noch, keine Sorge. Sehr schön. Hier noch irgendwas an Gegnern zufälligerweise. Nö. Offensichtlich nicht. Wieso ist das ein Secret? Wann ist das aufgegangen? Keine Ahnung. Oh, ich hätte vielleicht auch gucken sollen, was das hier jetzt macht. Ha, gegen
gegen kleine Gegner gar nicht mal so gut anscheinend. Geht sehr viel daneben. Wir haben jetzt schon 6 von den 7 Secrets, by the way. Und ich nehme mal schwer an, dass das letzte Secret dann dort sein wird. Oh. Golems. Okay. Achso, das, klar. Ja, ja. Ich weiß, wie der Hase läuft. Jetzt warte ich erstmal, bis die ganzen Tornados hier weg sind. Nicht zufälligerweise irgendwie anschießen oder so. Ne? Man muss wohl warten, bis sie weg sind. Andererseits. Oh, okay, ist schon weg. Jetzt wollte ich eigentlich einfach nur durchrennen. Ja, gut. Nice, also gut, das liegt natürlich daran, dass ich irgendwie so ziemlich bei jeder Map immer eine Map-Scroll finde. Aber mit dem Secret-Suchen läuft es echt gut. Aber ja, dann sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.